Sinus, Cosinus und Tangens sowie den Satz des Pythagoras kannst du dazu verwenden, um in beliebigen Vielecken, wie zum Beispiel diesem Viereck hier, einzelne Strecken zu berechnen. Hierzu kannst du die gegebene Figur entweder in rechtwinklige Dreiecke und Rechtecke zerlegen, also so wie in diesem Bild hier, oder du kannst die Figur durch rechtwinklige Dreiecke und Rechtecke ergänzen, also so wie du es hier siehst. In meiner Beispielaufgabe, bei der ich die Länge der Strecke C berechnen soll, entscheide ich mich nun für das Zerlegen der Figur. Ich habe meine Figur in drei rechtwinklige Dreiecke und ein Rechteck in der Mitte zerlegt. Mit meiner Rechenarbeit kann ich sowohl im blauen Dreieck als auch im grünen Dreieck beginnen, denn in beiden rechtwinkligen Dreiecken kenne ich sowohl eine Strecke wie auch einen Winkel, weshalb ich hier mit Sinus, Cosinus oder Tangens die verbliebenen Dreiecksseiten berechnen kann. Ich beginne im blauen Dreieck und berechne nun zuerst die Strecke A1. In diesem Dreieck ist die Hypotenuse gegeben. Ich suche die Ankathete des Winkels, den ich kenne. Deshalb verwende ich den Cosinus. Der Cosinus von 74 Grad ist Ankathete A1 geteilt durch Hypotenuse d, also geteilt durch 5,6 cm. Um nach A1 aufzulösen, nehme ich die ganze Gleichung mal 5,6. A1 ist also gleich 5,6 mal Cosinus von 74 Grad. Gerundet ist A1 gleich 1,54 cm. Mit dem Satz des Pythagoras kann ich nun die Länge dieser Strecke hier berechnen, die ich x genannt habe. X ist damit gleich die Wurzel aus der Hypotenuse im Quadrat minus die Kathete, die ich kenne, im Quadrat. Gerundet ergibt dies 5,38 cm. Auf ähnliche Art und Weise kannst du nun die Strecke A3 sowie diese Strecke hier, die ich y genannt habe, ausrechnen. A3 bekommst du auch über den Cosinus, allerdings dieses Mal nicht von 74 Grad, sondern von 56 Grad. Und wenn du A3 berechnet hast, kannst du dann mit dem Satz des Pythagoras, so wie hier zuvor die Strecke x, nun die Strecke y ausrechnen. Für die Berechnung von A3 gilt also, Cosinus von 56 Grad ist gleich Ankathete A3 durch Hypotenuse 4,9. A3 ist also gleich 4,9 mal Cosinus von 56 Grad und das ergibt gerundet 2,74 cm. Für diese Strecke A2 hier ergibt sich damit eine Länge von 8,2 cm minus 1,54 minus 2,74. Das ergibt 3,92 cm. Die Strecke y kann ich nun mit dem Satz des Pythagoras berechnen. Y ist gleich die Wurzel aus 4,9 im Quadrat minus 2,74 im Quadrat. Gerundet ergibt das 4,06 cm. Mit dem Fokus auf das rötliche Dreieck und mit den bisher berechneten Strecken kannst du nun endlich die Strecke C bestimmen. Denn diese Strecke hier entspricht der Länge der Strecke A2, also ist sie 3,92 cm lang. Und dieses Stückchen hier berechnest du, indem du die Strecke x minus die Strecke y rechnest. Also 5,38 minus 4,06, was 1,32 ergibt.
Da du hier ein rechtwinkliges Dreieck hast, kannst du den Satz des Pythagoras verwenden, um c auszurechnen. C ist die Wurzel aus 3,92² plus 1,32². Was gerundet 5,88 cm ergibt. Und nun bist du dran mit folgender Übung. Bei dem abgebildeten Viereck kennst du die Strecken A, B und D. Außerdem kennst du den Winkel Alpha mit 66,2° und weißt, dass der Winkel Beta ein rechter Winkel ist. Gesucht ist die Länge der Strecke C. Pausiere das Video, solange du die Übung machst. Wenn du fertig bist, kannst du dir die Lösung im Schnelldurchlauf angucken. Viel Erfolg! Und hier kommt die Lösung. Bei dieser Aufgabe habe ich mich zu einer Kombination aus Zerlegung und Ergänzung entschieden. Im grünen Dreieck berechne ich mit D und Alpha zunächst diese Teilstrecke und dann diese. Wenn ich die Länge dieses Stückchens hier kenne, kann ich auch dieses Teilstück von A ausrechnen. Dieses Teilstück entspricht dieser Länge hier. Die andere Kathete vom gelben Dreieck bekomme ich, indem ich von dieser Strecke die Strecke B abziehe. Mit dem Satz des Pythagoras kann ich dann am Ende die Länge der gesuchten Strecke C ausrechnen. Die einzelnen Rechenschritte folgen nun im Zeitraffer. C hat also eine Länge von 5,31 cm. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video weiterhelfen und wünsche dir nun viel Erfolg mit der Trigonometrie in der Ebene. Bis bald!